Haben Sie Lust, mit mir über Rassismus zu sprechen? Über Rassismus? Nein, danke. Nee? Nein. Warum? Ich möchte nicht. Haben Sie Lust, mit mir über Rassismus zu sprechen? Ich möchte ganz schnell nach Hause. Das sage ich das nächste Mal auch, wenn jemand mit mir über Rassismus sprechen will. Es gibt keinen Rassismus, sagen Sie? Nein. Nee? Okay. Spannend. Black Lives Matter, das ist immer ganz schnell geschrieben oder gesagt. Wir schauen heute mal, ob die Leute wirklich Lust haben, sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen. Entschuldigung, haben Sie Lust, mit mir über Rassismus zu sprechen? Nein. Warum glauben wir, dass Rassismus existiert ist? Weil wir es merken. Auch in diesen ganzen Späßen und so lebt das halt immer weiter, selbst bei Leuten, die glauben, dass sie nicht rassistisch sind. Es setzt sich von Generation zu Generation fort und man denkt, es ist überwunden und dann steckt es doch drin. It's about feeling better about yourself and just making others feel worse. So it's very selfish way of thinking. Menschen müssen ja mal geglaubt haben, dass die Weißen was Besseres sind. Sei es durch die Missionierung, was ich ganz furchtbar fand oder immer noch finde. Glaubt ihr, seid frei von Rassismus? Wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, das muss man sich auch bewusst sein, dass das halt einfach so ist. Glauben Sie denn, Sie könnten rassistisch sein? Nee, ich kann höchstens einen Menschen so bescheuert finden, dass mir eigentlich die Hautfarbe oder die Nationalität egal. Wahrscheinlich vor allem so Stichwort Alltagsrassismus. Ja. Einfach nur, dass man zum Beispiel damit aufgewachsen ist, dass Kuss sagt. Sorry, wenn ich das Wort jetzt gesagt habe. Ja. Wenn ich ehrlich bin, ich bin manchmal innerlich rassistisch, indem ich schlecht denke über andere Menschen. Und warum tun Sie das? Weil man mir respektlos begegnet. Indem ich verbal angegriffen werde von anderen Kulturen, obwohl ich nichts gemacht habe, indem ich mir anhören muss, ihr scheiß Deutschen, haut ab hier, ihr habt nichts zu suchen. Auch Rassismus, andere gehend. Ich hoffe, dass ich nicht aktiv rassistisch bin, aber sicherlich machen wir alle irgendwann mal ein Kommentar oder ein Satz oder ein Wort, der nicht passend ist. Mhm. Das Ähnliche wie mit Frauenfeindlichkeit. Ich würde sagen, weiße Menschen müssten Rassismus zu ihrem Problem machen. Was denken Sie? Nee, gar nicht. Nee? Warum? Ja, weil es kein Problem gibt. Also. So, und wenn ich dann rassistisch angegangen werde, dann habe ich auch rassistische Gedanken und denke, was wollte er eigentlich hier? Also ich würde Sie dann als weiße Deutsche bezeichnen. Das dürfen Sie. Und dann würde ich auch sagen, Sie erleben keinen Rassismus. In dem Moment nicht, ne? Nee, eigentlich nie. Wieso? Weil Rassismus eigentlich in der Definition, da geht es um Machtstrukturen. Und die Machtstrukturen liegen immer auf der weißen Seite. Immer? Ja. Auch in der gesamten Geschichte. Glauben Sie, Sie haben mehr Privilegien als ich? Nee, würde ich nicht sagen. Nee? Nein, nicht hier in Deutschland. Nö, nicht, dass ich wüsste. Wir werden wahrscheinlich weniger diskriminiert. Genau. Ja. Und da, wenn das ein Privileg ist, dann natürlich. Glaubt ihr, dass ihr weiße Privilegien genießt? Ja. Ja, auf jeden. Ja? Glaubt ihr, dass ich genauso viele Privilegien genieße? Nein. Nee? Warum? Weil du nicht weiß bist. Ich weiß ja auch, dass das so ist, dass Menschen, weil sie eben sichtbar aus einem anderen Land kommen, dass sie eben anders behandelt werden, sei es bei der Wohnungsvergabe und auch beim Job. Oder wenn der Name manchmal schon anders ist, selbst. Ja, genau. Ne? Also das ist mir auch alles schon bekannt. Glauben Sie, ich habe Privilegien? Mehr oder weniger als Sie? Vielleicht, weil Sie so gut aussehen. Mehr. Andere. Okay. Ich bin aus meiner Kindheit noch gewohnt, man durfte Nigger sagen und das war absolut kein Schimpfwort. Wir hatten Niggerpuppen, wir hatten Niggerküsse. Gut, wenn jetzt die Farbigen sich mit dem Begriff irgendwo gedemütigt fühlen, dann finde ich, haben wir das zu akzeptieren. Darf ich Ihnen mal ein paar Begriffe verraten, die ich gut finde für schwarze Menschen? Ja. Einmal das Wort schwarz, wo das S groß geschrieben wird am Anfang, als Widerstandskonstruktion sozusagen. Und schwarz bedeutet nicht, das meint nicht eine Hautfarbe, sondern Menschen, die Rassismus erleben. Zum Beispiel farbig sagt man auch nicht mehr. Nee, es gibt ja verschiedene Farben. Genau. Es ist ein Problem, was mir aufgezwungen wird. Wenn ich das jetzt so höre, wie Sie es definieren, ist es mir aufgezwungen worden. Ja. Dann muss ich sagen, tut mir leid, kann mich nur entschuldigen. Mhm. Kann ich nichts dafür. Ich bin weiß, ich bin so geboren worden. Was soll ich jetzt machen? Und Sie denken, Sie können nichts daran ändern? Was soll ich daran ändern? Ich kann mich doch nicht schwarz färben, wenn es ein weißes Problem, ein Grundsatzproblem ist. Also ich glaube, dass wir von Grund auf in einem rassistischen System leben, wo wir alle Rassismen verinnerlicht haben. Aber wir können uns damit auseinandersetzen, wir können in Austausch gehen mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Also auf der Straße zum Beispiel, wenn man jetzt was beobachtet oder einen Kommentar hört, dann kann man halt auch mal sagen, was haben Sie gerade gesagt? Wir können diesen Menschen zuhören. Dass man natürlich mit gutem Beispiel vorangehen sollte, wenn man Kinder bekommt. Und wir können versuchen, unsere Denkweisen zu ändern und nicht zu pauschalisieren. Nicht gleich über bestimmte Ethnien oder so
urteilen, nur weil einer aus dieser Gruppe irgendwas getan hat. Die Welt ist bunt, die Welt ist klein geworden, man kommt überall hin, alle Menschen vermischen sich, was ja total schön ist. Minderheiten, die befruchten ja eigentlich eine Gesellschaft. Mhm, die bringen ja eigentlich völlig neue Aspekte. Ja. Wenn es keine Minderheiten gibt, dann ist eine Gesellschaft eingefahren. Das große Privileg der Weißen ist, dass sie meinen, es ist nicht ihr Problem und dass sie nichts tun können. Ich kann Rassismus nicht aus dem Weg gehen, also checkt mal euer Privileg.